Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Es ist tatsächlich schon wieder 2 Wochen her, dass wir gespielt haben. Ja, willkommen von mir. Genau. Ich habe mich jetzt gerade entsinnt, ich habe extra da abgespeichert, wo ich stehen geblieben bin, damit ich nicht vergesse, hier noch den Strom anzuschließen fürs Katerium. Da habe ich schon die komplette Leiste einmal durchgezogen. Jetzt können wir noch schnell rüberrennen und gucken, wie er sich unten reinbohrt, weil das habe ich bis jetzt noch nicht gezeigt. Ja, und eine Tonne Updates in der Zwischenzeit, also. Es ist mächtig viel hinzugekommen. Wir können auch gleich anfangen, sobald hier er sein Prügel an die Erde gerammt hat. Ich will So. auch direkt mal Ich würde sagen, ist drin. zu unserem Hub-Terminal. Boah, das geht immer noch so verdammt schnell. So. Boah, rausgeflogen aus der Kurve. Auch nicht So, schlecht. Phase 3 Lift abschließen. Und ich glaube, den müssen wir erst mal hinstellen. War das nicht so? Hat man den wieder stehen? Ich habe auch keine Ahnung. Der Lift steht schon. Oder steht noch? So, Na, ich jetzt wären gehe wir mal fast zu hoch. Hause. Ja. Und sobald ich zu Hause bin, zeigen wir euch ein paar schöne Sachen, die hinzugekommen sind. Wie zum Beispiel hier meine kleine Brücke, die ich im Nachhinein gar nicht hätte machen müssen. Da wir ja mehr oder weniger auch die Sachen übereinander stapeln können. Übrigens, die Splitter haben ein neues Design. Oh, gucke ich mir gleich an. Huch, Spurenwechsel hier. Und Moment, warte, ich bin am Spurenwechsel. ich glaube, unsere Marker oben sind etwas kleiner geworden. Es ist ein bisschen, sieht ein bisschen übersichtlicher aus. Guck mal. Die haben neue Designs, du hast recht. Der Lift ist markiert als Space Elevator. Dann haben wir noch unseren Hub natürlich auch mit Ja, drin. geil. Und die Marker, die haben jetzt so einen weißen Rahmen drum. Ja, das ist schon. Haben wir aber noch ein Oh, bisschen was zu entdecken bis und jetzt. vor allem, das überlagert sich nicht mehr alles so krass. Du kannst, während du dich umguckst, und da sind mehrere übereinander sozusagen, sind die Ja. nicht direkt übereinander, sondern ein bisschen auseinander und dann kannst du gucken, was da steht. Ja, so, Cool. jetzt höre ich doch. So, was ich jetzt aber schon offscreen festgestellt habe, weil ich bin gestartet und hatte hier unten links, da wo meine Maus gerade sich rumtollt, hatte ich so 0 von 4 zu stehen und hab mich gefragt, hey, was ist das jetzt? Legen wir jetzt einfach mal wieder schön unseren Taser Basher hier rein. Da seht ihr schon 1 von 4. Und jetzt seht ihr hier schon, auch wenn es ein bisschen sehr grau und grau ist, es sind nur 3 weitere Slots da. Das heißt A, dass unser Inventar leerer wird und B, dass wir, Moment, ich muss hier aus dem Menü raus, per Mausrad einfach die Ausrüstung wechseln können. Und das ist natürlich ultra geil. Aber ich Ja. werde anstelle von dem Scanner, werde ich mal lieber den Inhalator mir hier reinlegen. Was aber nicht drin ist, ist immer noch nicht na, Space Elevator Aufgabe Nummer 3. Ah, schade. Die ist nicht. Ich habe nämlich überlegt, hatten wir schon die 4 bis 6, aber die hatten wir ja auch schon. Also, ja, aber ich nehme an, das wird jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es denn jetzt eigentlich schon Du hast recht, diese. die haben ein neues Design hier, die Splitter und die Fusionator. Ja, das ist. Cool. So, Conveyor Lifts sind da, die nach oben gehen. Genau, stimmt, das habe ich auch noch nachgelesen. Und zwar so ähnlich wie ein Splitter oder Fusionator, halt nur, dass es dazu dient, eine Etage höher die Sachen zu transportieren. Und zwar ohne Zeitverlust auch noch, ne? Als wenn es ein Förderband wäre. Ja. So, das finde ich nice. So, nochmal Schluck Tee genommen hier. Geil. So, wir brauchten jetzt noch für Insert Schematic Name hier. Okay. Wir brauchten für unseren aktuellen Meilenstein, der keinen Namen hat im Moment, brauchten wir noch schwere modulare Rahmen, Computer und Motoren. Motoren hatten wir hier zum Glück schon in der Produktion. Mal gucken, ob der Alexander was übrig gelassen hat. Oh, sieht ja super aus. Erstmal durchsortieren hier. Aber die schweren Rahmen, da hatten wir noch keine Produktion, ne? Die mussten wir erstmal manuell herstellen, oder? Glaube. So, ich habe mal so ein Ding hier aufstellen. Ich muss jetzt erstmal gucken, weil das spart eine Tonne Platz und das macht dann auch richtig Spaß, weil es nämlich akkurat. Ah, diese Conveyor-Belts meine ich, davon spreche ich. So, den werde ich mal hier nicht genügend Freiraum.
Ich mache hier nicht kaputt, aber... Und für die ganzen Interessenten, die wissen wollen, was alles wirklich neu hinzugekommen ist, ich werde jetzt das nicht so machen wie in den anderen Let's Plays, dass ich stumpf und was vorlese, was hinzugekommen ist und das natürlich doch gar nicht zeigen kann. Wenn wir was Neues sehen, dann seht ihr das natürlich hier auch, das ist klar. Ansonsten empfehle ich euch wirklich die Homepage von Satisfactory, da gibt's Update-News. In Englisch, aber leichtes Englisch. Geht. Kann man verstehen. So, was braucht ich noch? Schrauben braucht ich. Die haben wir zum Beispiel hier. Und modulare Rahmen. Wo hatten wir die modularen Rahmen? In der zweiten noch? Nee, ne? Die hatten wir schon irgendwo hier oben, oder? Ich bin gerade nicht da. Ich probiere den neuen Conveyor Belt aus. So, den kann man dann direkt hier hochbauen. Yes, das ist. Geht der von Etage zu Etage? Der, ich muss quasi die. Kann die direkt aneinander packen. Aber du kannst sie von einer Etage an die nächste pappen, oder wie? Warte mal, ich wollte den eigentlich gedreht haben. So richtig als Aufzug, meine ich. Kann man den noch irgendwie? Warte mal, ich dachte, dass der eigentlich in eine Richtung geht, aber scheinbar tut er das nicht. Nee, macht er nicht. Macht nämlich nur in eine Richtung. Ah, okay. Aber ist nicht schlimm. Dafür gibt es dann später wahrscheinlich den intelligenten davon, wa? Das ist jetzt schon Nummer 3, also der besser. Stimmt, das ist jetzt auch neu, wenn man auf ein Produkt den Cursor draufhält, erscheint ein Tooltip, aus welchem Rezept das besteht, beziehungsweise jetzt gerade in dem Fall sogar die Alternativrezepte. Mhm, cool. Cool. Und da hat er auch den direkten Vergleich drinne. Schöner haben wir nicht mal dieses Hin- und Hergerinne, wenn wir einen Blueprint bekommen. Oh. Oh, also wollte ich noch Beton und Steel Beams. Steel Beams habe ich ein bisschen. Beton auch. Moment. Steel Beams waren in der zweiten, ne? Genauso wie Beton. Oder? Beton war auch in der zweiten, oder? Obwohl. Das ist zwei Wochen her, ich weiß es nicht mehr. So. Zack. So, da geht auch in zwei Richtungen. Ah, und ich fall gerade runter. So, ich wünsche mir ein Jetpack. So, warum? Haben wir ja noch vor uns, mein Lieber. Haben wir ja noch vor uns. Ich habe eine Idee. Das Ding ist wahrscheinlich mächtig intelligent. Muss es nur wollen. Das Ding wird wahrscheinlich nur dahin liefern, wo gerade gezogen wird, ne? Ich glaube, wenn nichts im Weg ist, dann macht er auch die richtige Richtung. So, jetzt sehen wir hier etwas, was auch für mich neu ist. Das habe ich mich auch noch gar nicht gesehen. Und zwar eine ganze Kupferlinie hier unten. Hast du nicht gesehen? Nee, ich war doch noch beschäftigt mit dem Förderband und dem Strom fürs Katerium. Ja, weißt du doch, dass ich immer tolle Sachen mache. Ja, ist ja okay. Ja, so. Ach so, also, du meinst... Die komplette Linie, also auch wie du sie gemacht hast. Ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt, dass du das gemacht hast. Ich wusste es nicht, aber... Wir gucken nach da hinten. Ja, stimmt, das Männchensymbol ist anders. Das war vorher eckig, jetzt ist es schön rund. Ja, stimmt, das auch, ja. Ja, so. Klar. Das ist ja so ein Zweck, dass es schön ist. Genau, und hier hat er nämlich auch dann einfach mal die Gegebenheit genutzt, dass er das gleich hier oben lang gezogen hat. Dass wir es nicht mehr von da unten hätten hochziehen müssen. Huch. Warum stehen hier eigentlich noch Strommasten mit Strom dran? Ja, lass mal, da wo dort nichts mehr geht. Ja. Kennt man den Spaß, ne? So, du hast aber schon MK30 hier dran, ja? Ja, hast du. Ich wollte eigentlich nur Beton holen, Mann. Jetzt mache ich nur das, was ich so gerne tue. Ich reiße deinen Krempel ab. Was? Was? Was reißt du ab? Ja, geil. Er macht's, also wenn, er kann es intelligent machen. Das funktioniert. Achso, du hast jetzt bloß Förderbänder abgerissen. Das ist in Ordnung. Und jetzt? Jetzt funktioniert's gleich. Yes. Und dann müssen wir bloß noch... Nein, ich will nicht komplett runterfallen. Mein Gott, Jetpack, bitte. Das hast du davon, dass du meine Sachen abreißt. Nee, es ist viel besser jetzt, weil... Was? Ich hab Beton rausgenommen und auf einmal sind 5 Biomasse da drin erschienen. Biobrennstoff. Okay. Das hätte nicht sein sollen. So. Geil.
Oder lagen die ja, hier im Container? Guck dir drin? Das alles an. Ah, logisch, dass die da erscheinen, weil irgendjemand Biomassebrennstoff. Komm her, das ist weil so. Weil irgendjemand Biomassebrennstoff in den Container gelegt hat. Ja, kann schon sein, egal. Komm, guck dir das an. Unser erster. Vielleicht deine Liebe quasi verbessert. Und wir können jetzt diese ganzen. Konstrukte wegschmeißen. Oh nein, aber die sind doch Kunst. Ach, wie geil ist das denn? Ja, es ist wirklich nice. Ey, cool. Und intelligent. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe auch schon von hier aus, dass es wirklich rasant schnell ist. Das ist wie ein Staubsauger, der es bloß noch umpustet. Ich habe noch eine richtig andere Idee. Ich glaube, du kannst nämlich noch die Höhe bestimmen. Das werde ich gleich mal testen. Ich dachte, das ist schon bestimmt, was du da machst. So, warte. Ich sehe. Wo läuft eigentlich mein Katerium hin und warum? Und ja, guck. Siehst du das, was ich mache? Warte, bin auf dem Weg. Ah! Ja. Geil! So, dann werden wir also das Konstrukt hier nochmal abreißen. Aber es ist doch Kunst. Ich mach doch bloß meins weg. So, ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Ich war ja dabei, die Katerium-Ader hier unten mal lang zu ziehen. Und jetzt haben wir auch schon 420 Turbodraht hier drin. Stimmt. Und sobald du den ersten Punkt setzt, da bestimmst du die Richtung, wo es hingehen soll. Wie geil. Guck mal. Ja, warte, ich kann nicht so schnell. Ja, es gibt doch hier was Neues. Du bestimmst die Richtung. Ja, ich muss doch erstmal rüberlaufen kommen, damit ich was sehe. Ja, ich zeige dir was Neues und du haust direkt wieder ab. Ich dachte, du warst fertig. Nee. Ich sehe doch nicht, was du siehst. Das verstehe ich nicht. Warte mal, dann machen wir es jetzt platzsparend. Er sagte platzsparend und schob mich weg. So, und jetzt musst du noch rumgucken. Und jetzt drehe ich das Teil. Jetzt ist die Frage, ist es hoch hier noch? Ja, sieht so aus. Machen wir mal, damit wir fühlen. Also ich sag mal, grundsätzlich perfekt ist bloß die Frage, ob es dann später vielleicht doch eins höher müsste. Also dann, wenn das Spiel so weit ist, dass man keine Förderbänder durch die Wände hauen kann. So, dann hier hoch, anschließen. Ah, so ist das gemacht. Cool. Einfach nur geil. Das ist Perfektion, so muss es sein. So, jetzt habe ich Beton und alles, jetzt mache ich erstmal die ja, ich hätte schweren modularen Rahmen. Mann! Da hat man zwei Wochen nicht gespielt und dann kann man diese Drehwurmtreppen nicht mehr laufen. Ja. Das kann ja mal passieren. Aber lustig ist ja, letztes Mal haben wir noch von Aufzügen gesprochen, also Warenaufzügen, und jetzt haben wir halt sowas ähnliches bekommen wie das, was wir eigentlich uns gewünscht haben. So. Und wo war doch hier? Ups. Das ist vielleicht tatsächlich, man baut die von unten. Da? Geil. Am besten wirklich, du guckst von oben nach unten. Mhm. Und dann hast du ihn perfekt gesetzt. So, jetzt noch anklemmen den Mist. Und das ist so geil. Das ist so nice. So, jetzt ist es wirklich platzsparend. Okay. Aber dann könnte man ja auch wenn noch kein neuer Content vielleicht hinzukommt, könnten wir ja vielleicht auch mal langsam anfangen, richtige Produktionsgebäude zu bauen. Oh. Wie sich das ja eigentlich gehört, ne? Weil das, was wir jetzt haben, ist ja entgegen jeglicher physikalischer Gesetze. Geil, jetzt ist wirklich hübsch. So gefällt mir das. Das ist, da kannst du den ganzen Linienbau absolut optimieren. Das ist... Ja, Kunst ist dann rum mit. Also das ist dann Kunst, ist es dann so zu bauen. Mhm. Also entweder habe ich hier gerade einen Bug oder ich verstehe irgendwas am Rezept nicht richtig. ich habe noch so wie eine Stahlrohre. Okay. Dann machen wir nochmal ein bisschen was von dem. Und dann Stahlrohre müssten ja wieder ein paar nachgelaufen sein. Apropos Stahlrohre, mein lieber Alex. Mhm.
Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn wir uns an das Konzept halten würden, dass von jedem Produkt, was wir, auch wenn wir es verwursten, ein Lager existiert, damit wir es zwischendurch rausnehmen können für die Meilensteine. Sonst haben wir hier echt Probleme, weil ich muss jetzt jedes Mal warten, bis das Förderband voll ist, um mir halt wenigstens einen Schwung nehmen zu können. Auch wenn das schnell geht, aber trotzdem. Immer mal so ein Lager zwischenschalten, das wäre super, bitte. Danke. Jetzt fehlt es mir wieder an Schrauben. Oh, ich habe doch eine Schraube locker. Schrauben hatten wir oben. Ach man, ich kann mich echt nicht mehr dran gewöhnen, dass wir mittlerweile die Produkte woanders zu stehen haben. Schrauben, 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 Schrauben. Irgendwo da hinten. Ich habe doch da was Blaues gesehen. Mal. Da. Da habe ich irgendwas langgeführt mit Schrauben, oder? Nee, hatte ich nicht. Wo sind meine Schrauben? Ihr seid keine Schrauben. Ihr seid auch keine Schrauben. Ihr seid Draht. Ich blick nicht mehr durch. Ich will eine Karte. Apropos Karte, da fällt mir was ein. Hab ich da nicht auch was gelesen mit einer Karte? In den Update News. Eine Spielerkarte? Oder ist sie noch in der experimentellen Phase? Alex? Achso, ich glaube, er stellt gerade seine Kinder ruhig. Also nicht wundern. Der Discord ist noch mal drin, ja. Dann ist er gerade dabei, seine Kinder mal zu beruhigen, damit sie nicht in der Aufnahme zu hören sind. So, wo hatte ich jetzt die Schrauben? Hier komme ich raus und gehe da rein. Toll. So, zurück, falls... Ja, habe ich gerade gemerkt, ja. Ja. Ich hatte gerade so ein bisschen rumgesponnen, weil ich nicht mehr die Gegenstände wiederfinde und sagte, ich will eine Karte. Und das ist mir eingefallen, sag mal, in den Update-News, da stand da was von der Karte. Aber die ist noch nicht da. Die ist noch nicht da. Oder ist sie vielleicht noch in der experimentellen Phase? Ja, nehme ich an. Ich kann mal in die Option gucken, ob es irgendwie einen Shortcut gibt, den man so noch setzen müsste. Das wäre mal ganz schön von dir. Also nett von dir. So. Während ich noch die schwermodularen Rahmen fertig mache, um unsere unbekannte Meilenstein da fertig zu machen. Achso, ha, nicht fertig machen. Scheiße, stimmt ja, wir brauchen noch Computer. So, Z. Z? Oder Y? Oder Y? Also. Weder noch? Ja. Ich drück beides abwechselnd, ich drück's gleichzeitig. Nö. Nö, aber es ist in der Konfiguration, also in Optionen ist es auf jeden Fall drin, oder Controls. Okay. Ja. So, trotzdem schwere modulare Rahmensetstück. Sag mal, was ist denn hier los? Ich brauche mehr Schrauben, das geht nicht. Warte mal, Schrauben macht man doch aus Stangen. Stangen haben wir doch da hinten in der Warteschleife. Schade, dass das nicht mit gedrückt halten geht. Also ich muss ja mal sagen, die schwermodularen Rahmen sind richtige Schraubenfresser. 90 Stück pro Rahmen. So. War ich gerade? Hinter mir irgendwo. Oh, du wolltest Rohre, unbedingt Rohre. So. Zack. Da, 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 da. Na, dann setzen wir dir halt mal ein Lager mit Rohren. Splitter und Lager. So, dann. Wieso Splitter? Ich meinte einfach dazwischen schalten, dass sich die Produktion zwar schon die Sachen rauszieht, yeah, aber wir haben ja immer mal irgendwo ein bisschen Überproduktion, hoffentlich. Ja, geht doch sofort los. Dann ist er gut. Ist ja gut. Alles okay. Don't cry. Ich muss jetzt bloß gucken, dass wir jetzt hier den. Woran hapert es denn jetzt noch? Echt nur an dem Beton jetzt noch, oder? Na, dann ziehen wir noch mal ein bisschen Beton nach. So, und dann noch ein Lager. Das liegt nicht am Beton. Ich brauche noch mehr Schrauben. Alter!
Ist doch nicht mehr normal, ist dies. Warte mal, wie war das nochmal? Aufgabe hinzufügen. Aber. Hinzufügen. Ja. 25 hätte ich gerne davon. Ich bin mich jetzt echt zu faul zum Rechnen. Das ist Wochenende. Ja, kann ja mal passieren. So. So, und jetzt sehe ich auch, wie viel ich wirklich brauche. Alter Schwede. Okay. Modularen Rahmen habe ich genug. Stahlrohre brauche ich tatsächlich noch weitere. Hätte ich ja nicht gedacht. Ups. Okay. Die sind gerade so schnell an mir vorbei gerauscht, die Stahlrohre, dass ich sie nicht greifen konnte irgendwie. Noch 100 Stück, dann läuft's. Ich schmeiß noch mal welche rein. Komm her zum Container, da hast du gleich alles. Ah, super. Danke. Ah, ich häng fest, ich bin zu breit für diese Welt. Ja, mal schnell eben. Das war jetzt nicht optimal, aber... Warte. Aber wieso, passt doch also, von daher. Ja, ich hab schon... Aber... Ja, so kann man das auch lösen. So, haben wir exakt 375 und ich brauche noch ein bisschen was von dem Beton und Schrauben. So, dieser Meilenstein hier? Der hat keinen Namen, komischerweise. Und wie ist der Name rausgeflogen? Und der ist dann wo? Na, unten am Hub. Ja, na dann... Nehme ich mal 100 mit, die noch fehlen. Und ach, Computer. Da bin ich gerade dabei. Mach mal bitte die Computer fertig. Weil ich bin gerade schon bei den schweren modularen Rahmen und bei den Motoren. Ja, na, Motoren ist hinten ein Lager. Ja, die habe ich ja da rausgenommen. Aber die modularen Rahmen haben wir noch nicht in Produktion. Ja. So, jetzt. Ach, du bist natürlich jetzt an dieser lustigen Werkbank. Ich muss erst mal gucken, aus was die Computer gebastelt werden. Platinen auf jeden Fall. Hatten wir nicht schon Platinen irgendwo in der Produktion? Und wo war das doch, weil? Ich guck mal eben. Also Computer brauchen viel. Platine. Aber Stangen. Rad und Kunststoff. Jetzt würde ich natürlich noch cool finden, wenn bei diesen Aufträgen, die man sich ja selber als Auftragsliste setzen kann, wenn da dann noch stehen würde oder die Option bestehen würde, zu sagen, okay, ich brauche jetzt noch so und so viel Schrauben. Wie viele Stangen wäre das? So, also hier haben wir Lara Platinen. Das ist natürlich die Frage, warum? Ein Lagerfach mit Platinen, was? Ah ja, das? Kunststoff wird. Ja, ja. Stimmt, da habe ich ja was geschustert. So, und hier wird Gummi heißt. Da haben wir schon Lager voll. Mhm. Ach stimmt, wir brauchten da noch Schrauben und noch unten Dings, ne? Ja, war so. Und unten Rezept ist mittlerweile nicht mehr, oder ist auch an der Manufaktur, nicht Manufaktur, an diesem neueren. Was vier Sachen auf einmal verbindet und wie machbar. So, das müssen wir ja gleich haben. Zack, da haben wir es und jetzt können wir endlich die schweren herstellen. Wo sind sie? So. Boah, 8 Schläge pro Rahmen. Tja, Frechheit. So, Platin. So, jetzt gucke ich mir den Rest an. Ah, die Anzeige stimmt nicht mehr ganz hier. Ja, besetzt, sorry. Ja. Genau, ich kannst ein zweites daneben. Ja. Aber ich bin noch gleich fertig, falls du möchtest. Ja, ich muss erst mal gucken. Computer, so Platine, Schrauben, so. Kabel. So, ich bringe schon mal die anderen Sachen runter in den Hub und dann gucken wir mal wegen der Forschung und alles nochmal nach, ob denn jetzt irgendwas anderes hinzugekommen ist. Ich glaube auch was gelesen zu haben, dass der Hub jetzt wohl auch eine Erweiterung hat, wo irgendwie ist. Bloß die Frage, ob die schon bei uns zu sehen ist oder ob wir den erst noch erweitern müssen. So, jetzt habe ich erstmal da alles hin. Denn wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser Meilenstein gerade unsere Hub-Erweiterung. Ja, muss. Weil Lift ist ja
Ich glaube, doch der Hub, der ist ein bisschen vom Design her anders. Also so Farb, so. Also nur so kosmetisch meine ich anders. Mhm. Ja, okay, dann machen wir mal die Sachen hier rein und noch die 25, dann haben wir die auch drin. Sind da eigentlich schon die Computer drin, die ich von unserem Raubzug mitgebracht hatte? Ja, ne? Da fragst du mich was, also. Ja, sieht stark so aus, weil ich finde hier in den Kisten unten keine mehr. Jo. Achso, die Säge können wir auch mal hier reinhauen. Na gut, dann gehen wir... Ach, warum habe ich denn ständig eingeblendet, wie viel ich im Inventar habe? So, die Analyse von Turbodraht ist abgeschlossen. Bitte wähle eine Probe aus der Liste aus, um eine neue Analyse zu beginnen. Ah ja. Stimmt, Alien-Organ. Achso, warte, in Hub-Tier 5 haben wir jetzt eine neue Energie- und Elektronikmöglichkeit für neue Elemente. Aha, aber Tier 5 haben wir noch nicht. Was ich aber noch gelesen habe, Alien-Organe können jetzt auch zur Heilung verwendet werden. Okay. Dass man die in Inhalator verwendet. Und ich sehe hier Supercomputer als Forschungsobjekt. Wir haben neue Computer, Alex. Was? Wir können bald zocken hier auf dem Planeten. Ja. So, ich mache mal was Nettes. Was, wie? Du kannst nett sein? Sowas geht? Ja. Ich hoffe, es funktioniert. So, Alien-Organe. Wo habe ich sie hingeschmissen? 25. Also von jetzt an wieder schön Alien-Organe mitnehmen. Ja. Und dann mal das Produkt wechseln auf Kunststoff. Denn wir haben dafür einfach zu wenig. Ich hoffe, es geht. So, das wird dann in der nächsten Folge gezeigt, was da rauskommt. Weil das dauert jetzt 22 Minuten ungefähr. Mit ein bisschen Offscreen noch quatschen, eine rauchen und alles. Ups, habe ich das wirklich gesagt? Scheinbar. Ja, aber egal. Die Leute wissen ja, dass ich rauche. Ich habe ja schon in der einen Aufnahme mal, wo ich meine eingefrorene Kamera hatte, habe ich noch so noch schön drum rum geredet und doch so ein bisschen rumgelabert. Ja, aber macht es nicht nach. Und während eigentlich meine Kamera die ganze Zeit immer Duckface hatte. Ja. Oh, stimmt, die Sprungstelzen hatten wir ja auch freigeschalten. Die brauchen Turbodraht extra. Aha. Und Rotoren. Ich glaube, ich weiß, was ich noch in dieser Folge zeige. So, 50 Turbodraht und 3 Rotoren. Das kriegen wir da hin. Hast du mal probiert, ob du diesen Lift-Conveyor selber hochfahren kannst? Nö. Na, dann gehe ich mal rüber. Du hast echt komische Ideen, aber lustig. Du kennst mich doch. Und dann machen wir auch diese Folge ein kleines bisschen Überlänge. Ich will ja noch die Sprungstelzen zeigen. Mhm. Warum laufe ich jetzt hier lang? Hier unten gibt es keinen Elevator. Verdammt! Dann nehmen wir hier die Leiter. Mhm. Ja. So. Well. Jetzt müsste ich mal gucken, was hier eigentlich passiert. Spannend. Da ist ein Open Play, ne? Ich kann mich nicht daran gewöhnen, auf diesen MK3 zu surfen. So, irgendwo hatten wir doch hier Rotoren für die Motoren. Na? So, dann habe ich mir erstmal ein paar Schrauben gekascht. Wie viel braucht man? 3 Stück. Genau. Und dann brauche ich noch Kabelze. Die hast du in der zweiten, ne? Oh, das wird wehtun, oder? Nee, doch nicht gut. Ach, hier habe ich ja meine Monster-Schrauben. Hey, das ist nice. Was ich hier gemacht habe, ist toll. Ah, jetzt erkenne ich das erstmal richtig. Die Fusionatoren sehen jetzt mal komplett anders aus, dass die besser von den Splittern zu unterscheiden sind. Cool. Die sind mir komplett gelb. So, und hier werde ich noch einen Container setzen für eine Überschraubenproduktion. Ich hoffe, das Schweineding kannst du machen. Das wäre so toll, wenn das geht. Natürlich nicht. Ach, ich brauche doch Turbodraht, ich Depp. Ach, Mann.
So. Ein Turbodraht hatte ich doch oben gesetzt. Oder? War das hier in der zweiten? In der zweiten, stimmt. In der zweiten. In der zweiten. So. Ja, Handy, beruhig dich. Wir gehen erstmal ein paar Sprungstelzen bauen. Ach, machen wir gleich noch einen zweiten Satz für den Alex. So, was wir in der letzten Folge auch nicht so richtig gezeigt haben. Wir haben ja jetzt die Strommasten Modular 2. Das heißt 8 Anschlüsse und die wiederum brauchen dieses Turbodraht. Deswegen habe ich das überhaupt gebaut. Also Alex hat zwar gesagt, oh geil, wir haben die jetzt, aber ich habe sie nicht gezeigt. Ah! MK3. So, jetzt die Frage, was fehlt? Kunststoff fehlt. Und was fehlt noch? Ja, dann bin ich mal ins Cool und plane mal ein bisschen aus unseren Kisten. So haben wir hier einmal. Genau. The winner takes it all. Ach, jetzt habe ich zu wenig Rotoren bei, verdammt. Dachte ich mal, ich bin nett und baue dir auch so eine Sprungstelzen, aber okay. Ach, die sind am Körper ausrüstbar. Nicht in den Händen. Ja klar, macht Sinn. Das ist dann so ein bisschen wie... und wie benutze ich die? Vorführeffekt? So, 7 Stück. Oh, das wird ein Spaß. Exoskelett für die Beine, das deine Bewegungen unterstützt, damit du schneller sprinten und höher springen kannst. Macht außerdem die Landung sanfter. Oh, ich bin wirklich schneller. Ach so, ich dachte, ich kann damit rumhüpfen, wie so ein Weltmeister. Aber die dämpfen halt nur so ein bisschen beim Hüpfen. Wow. Wow. Boah, ich blick nicht mehr durch hier. So, dann probieren wir mal was aus hier, wa? Hui. Macht trotzdem Schaden. Schade, ich dachte, ich kann jetzt rumhüpfen wie so ein Känguru hier. Aber ich kann doch definitiv weiterspringen jetzt. Das ist schon mal... Ja, das ist ein Unterschied. Hm. Ich schwebe, Alex, ich schwebe. Ah, ich komme nicht durch. Nein. Na gut. Wir machen uns erstmal einen Plan, was wir jetzt als nächstes alles fertig bauen. Aha. Außer die Computer natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.